Hi zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Genau, das wollte ich sagen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ein ganz besonderes Tauschpaket mit der lieben Dani. Den Kanal verlinke ich natürlich unten in meiner Infobox. Also schaut da auf jeden Fall vorbei, weil die Dani und ich haben uns Food-Pakete zugeschickt. Und ja, im Wert von 17, 18 Euro und da werden wir jetzt gleich mal zusammen reinschauen. Ich bin super gespannt, was in diesem Paket ist und schaut auf jeden Fall auch bei ihr vorbei, weil da seht ihr dann, was ich ihr zugeschickt habe und ich habe echt coole Sachen rausgesucht. Dinge, die ich selber noch gar nicht so probiert habe, aber Dinge, auf die ich echt neugierig bin. Und entschuldigt, wenn ich irgendwie hier gerade anfange zu schwitzen oder so. Ich bin hier gerade im Dachboden und also an meine Freunde da draußen, die alle unterm Dachboden wohnen, ich leide gerade mit euch. Genau, noch ein kleiner Hinweis. Ich habe jetzt in den Nachrichten und in den Medien, im Social Media ganz oft gesehen, dass wir doch bitte den Tieren helfen sollen. Also wenn wir einen Garten haben oder einen Balkon, stellt doch bitte kleine Wassertöpfe nach draußen, wo die Maulwürfe, Igel, Vögelchen was zu trinken herbekommen, weil die ganzen Bäche, die gehen langsam leer. Also wir haben kein Wasser. Ich habe heute gehört, dass der Rhein nur noch 1 Meter tief ist. Also kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Aber soll wohl so sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es hier in Bonn schon seit Tagen nicht geregnet. Ich habe auch direkt im Garten 2 kleine Schüsseln aufgestellt und ich gucke jetzt mal, ob ich irgendwie was gebaut kriege, wo die Vögelchen sich drin baden können. Also schreibt mir mal, ob ihr da auch irgendwie was im Garten produziert oder erstellt habt. Und jetzt geht's los. Oh mein Gott, ey, ich bin 5 Minuten hier und schwitze mir übelst ein ab. So, jetzt geht's aber los. Wir öffnen jetzt das Paket zusammen. Viel Spaß bei dem Video. So, die Dani hat das natürlich total schön in so Geschenkpapier eingepackt. Wenn ihr mein Paket seht, ich hab's nicht gemacht. Also Dani, nochmal vielen Dank für diesen Aufwand. Hätte aber echt nicht sein müssen. Wie Weihnachten oder Geburtstag. Ist auch nochmal Papier drin. Oh, Dani, du hast das so schön gemacht. So sieht's aus. Ah, das ist natürlich schlau, ne? Dass man jetzt noch nicht direkt sieht, was da so drin ist. Und natürlich Verpackung. Also schön gepolstert. Oh, da sind schon ganz viele süße Sachen drin, die mir, glaube ich, sehr gut schmecken werden. Wir fangen mal an mit dem ersten. Und zwar sind das Joghurt-Reiswaffeln. Reiswaffeln kenne ich natürlich, aber mit Joghurt, das ist schon geil. Ich weiß noch, die Fabi hat damals auf der Arbeit immer Reiswaffeln gegessen. Ich glaube, das war dann immer so ihre Diätzeit. Fabi, wenn du das Video siehst, du wirst dich daran erinnern. Große Liebe, große Liebe, die zum Kaffee dazugehört, wollte sie bestimmt schreiben. Mega, ich freue mich. Ich freue mich. Ich hoffe aber, dass das nicht schmilzt jetzt gleich. Werde ich auf jeden Fall heute Abend probieren. Und vor allem, das ist ja total leicht, diese Reiswaffeln. Also perfekt jetzt für die Jahreszeit. Dann geht es weiter mit einem Pausenmix. Nicht nur für die Pause. Ah, das ist so Studentenfutter von DM Bio. Ah, da bin ich mal gespannt. Oh, ich glaube, Moritz isst mir das weg, Dani. Der steht voll auf Nüsse. Ah, da sind ja aber nicht nur Nüsse drin. Ich sehe gerade, hier ist auch eine Ananas drin und ein Pfirsich oder eine Nektarine. Boah, da bin ich mal mega gespannt. Da bin ich mal echt... Boah, ich glaube, ich mache das mal gerade auf. Also sowas wird eh nicht lange bei uns halten. Weil Moritz, wie gesagt, steht voll... Ah, da sind auch noch mehr Nüsse. Ich sehe Nüsse! Vor allem Nüsse sind ja auch mega der Energiespender. Ah, das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Und ein total gesunder Snack, muss man ja auch dazu sagen. Geil. Mmh. Lecker, Pfirsich. Mmh. Mmh. Lecker. Geil. Dani, danke. Ist von WM. Ist von DM, habe ich noch nie gesehen, aber ich muss sagen, ich bin noch nicht so aktiv da auf dieser Essensseite. Aber mega lecker. Dani, du hast mir meinen Freund eingekauft. Der wird sich gleich übelst freuen. Mein Lieblingsriegel. Ich muss ja dazu sagen, ich bin ja, naja, gar kein Sport, ne? Also ich mache ja echt wenig Sport. Wenn dann zu Hause,
ich bin ja eher die, die meditiert oder Yoga macht. Meditieren ist natürlich kein Sport, aber oder die ein bisschen Yoga macht oder Bauch, Beine, Po oder so. Aber wirklich bei dem Wetter schon mal gar nicht. Und sonst wirklich nur ja, zweimal in der Woche. Und hier ist ein Sport, so ein Fitnessriegel mit 50% Eiweiß. Da wird sich der wirklich, also das muss ich dem Moritz geben, weil da wird er sich wirklich übelst drüber freuen. Mit weißer Schokolade. Oh, aber mit weißer Schokolade ist schon mega, ne? Vielleicht behalte ich den doch. Ich guck mal. Dann suche ich mir, das ist ein Grund, dann Sport zu machen. Dann Beauty Sweets süße Kronen. Och, wie süß. 4 fruchtige Sorten. Ist sogar vegan, das finde ich auch richtig gut. Schaum, Zucker, Fruchtgummi, Kronen mit 15% purierten Früchten und Fruchtsaft. Gummibärchen mal anders. Und die sind ja süß. Ein Krönchen für die Prinzessin. Spaß. So, was haben wir dann noch? Ich glaube, ist das alles von DM? Ne, das ist nicht alles von DM, ne? Aber vieles ist auf jeden Fall von DM. So, was habe ich hier noch? Dunkelcracker. Boah, Dani, du bist ja echt mega gesund unterwegs, ne? Also mein Paket ist nicht so gesund, das sage ich dir jetzt schon mal. Meins ist auf gar keinen Fall gesund. Super zum Mitnehmen, schreibt Dani. Dinkelcracker. Auch vegan. Lecker. Also wirklich gesunde Snacks. Also bisher gefallen mir die Produkte wirklich sehr, sehr gut. Wirklich mal gesunde Snacks zum Mitnehmen. Dann habe ich hier einen Marzipanriegel. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Ja, Marzipanriegel, das ist natürlich... Marzipan erinnert mich aber ehrlich gesagt immer an Weihnachten. Ne? Da ist immer so die Marzipan-Phase. Big Love, weil die Verpackung so toll ist. Ja, okay, die ist schon richtig geil, ne? Die pinke Verpackung. Aber ich glaube, da werde ich mir immer stückchenweise von abschneiden. Weil sonst wäre ich ja so eine, die... weg. Ne? Nein, aber ich glaube, den werde ich mir echt aufbewahren. Weil so ein Marzipanriegel hat natürlich schon seine Kalorien. Geil, freue ich mich. Ich wusste gar nicht, dass es das alles bei DM gibt. Wahnsinn. Fruchtsnack. Oh, ich glaube, das mache ich auch mal auf. Ich liebe die Teile. Von NA Natural Addicts. 100% aus Frucht. Himbeere. Softe Stücke auf Apfelbasis. Ohne Zuckerzusatz. Vegan. So sieht's aus. Kenne ich auch noch gar nicht. Das sind echt super Sachen zum Mitnehmen, ne? Zum Snacken für zwischendurch. So sehen die aus. Mmh. Boah, also das ist mal mega. Das ist echt mal der absolute Shit. Aber ist das auch vom DM? Boah, Dani, bitte schreib mir, woher die... Boah, die sind ja mal mega. Oh, die Tüte ist gleich leer. Boah, die sind echt mega. Boah, Leute, kauft euch die. Die sind der absolute Shit. Boah, die sind richtig... Boah. Ey, rasch da aus. Mm. 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 Oh mein Gott, sind die lecker. Weiter geht's mit ein Leckerbissen für Energie. Natural Energy. Mm. Das ist, glaube ich, so ein Nussriegel. Oh, der sieht auch richtig, richtig gut aus. Oh, ich liebe das. Ich liebe auch diesen Mr. Tom. Kennt ihr das? Aus so Erdnuss und so ein Riegel. Oh, da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr drauf. Hey, und dann haben wir hier noch, wie nennt sich das nochmal? Trailer Mix salzig, früchtig. Was mit Rhabarber? Ah, ich dachte erst, das wäre Studentenfutter. Aber da ist Rhabarber bei. Und es ist salzig-fruchtig. Da bin ich auch mal gespannt. Das mag ich ja auch total gerne. Also dieses Salzige und Süße. Da bin ich auch total Fan von. Mega. Boah, da freue ich mich drauf. Ich finde es auch gerade richtig, richtig gut, dass ich diese ganzen Produkte noch gar nicht kenne, noch nie probiert habe. Deswegen freue ich mich gerade umso mehr. Dann habe ich hier noch einen Eiweißriegel. Crunchy. Auch richtig gut. Ich glaube, ich werde mit meinem Freund teilen. Also, einen kriegt er auf jeden Fall. Und was habe ich dann noch? Ah, Porridge. Ich habe noch nie Porridge probiert, ehrlich gesagt. Ich bin aber mal richtig gespannt. Ich wollte mir das auf jeden Fall mal machen. Gerade jetzt, ich habe aktuell nicht so viel Hunger bei dem Wetter. Also ich kann mir nicht irgendwie Gulasch mit Nudeln oder so reinhauen. Aber so ein Porridge für zwischendurch,
Das hält ja auch total lange satt, habe ich gehört. Da bin ich echt gespannt und freue mich auch darauf. Das macht man jetzt hier mit Milch, 5 Minuten im Topf erhitzen und dann einfach das mit dem Porridge mischen. Bin ich echt gespannt und freue mich tierisch drauf. Super, ist auch übrigens vegan. Ich bin gespannt, wie mir die anderen Produkte gefallen, aber no Kommentar, ne? Also, der Burger. Oh nein, ich hatte meine Lichterkette gar nicht an. Jetzt ist wieder zu Ende. Ich hoffe, das Video hat euch auch ohne Lichterkette gefallen. Wenn ihr übrigens wissen wollt, wo ich die Lichterkette her habe, ich habe die unten in meiner Infobox verlinkt, da mich schon einige drauf angesprochen haben. Und das war's. Einen herzlichen Dank, Dani, für diese liebe, tolle Box. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und ich bin super gespannt auf die Produkte. Die kommen natürlich auch in meine aufgebrauchte und plattgemachte Box anschließend, wenn ich sie vernichtet habe. Und ja, einen ganz herzlichen Gruß von mir und ich bin mal gespannt, ich bin echt mega gespannt auf dein Video und ich freue mich und ja, lasst es euch gut gehen bei dem heißen Wetter, sucht euch ein schattiges Plätzchen, trinkt viel und schaut ordentlich meine Videos. Wenn ihr mich natürlich noch nicht abonniert habt, dann würde mich das natürlich auch sehr freuen und abonniert natürlich auch gerne die Dani, die macht echt auch super Vlogs, die kann man sich echt immer sehr schön angucken. Also liebe Grüße nochmal von mir und haltet die Ohren steif, macht's gut, eure Vanessa. Tschüss!